Liebe Canal-Unity, ich begrüße euch zur ersten Folge von Warum sollte man Cannabis eigentlich legalisieren? Ja, das ist eine gute Frage und deshalb versuchen wir die hier in mehreren Folgen zu beantworten, dank der Unterstützung von Away. Nun, 2,5% der gesamten Weltbevölkerung konsumiert nämlich jährlich Cannabis, zumindest laut der WHO Stand 2020. Und zwar 24,7 Millionen Cannabiskonsumenten und Konsumentinnen in ganz Europa. Und Konsum in Deutschland ca. 400 Tonnen Cannabis pro Jahr. Und der Anstieg des Konsums ist sehr wahrscheinlich. Ja, warum sollte man also Cannabis legalisieren? Cannabis vom illegalen Markt wird zum Teil mit gefährlichen Stoffen gestreckt, ist verunreinigt, wie zum Beispiel synthetische Cannabinoide, Blei, Haarspray, Sand, Glas. Die Liste ist unendlich. 2015 wurden 2,3 Tonnen synthetische Cannabinoide in Europa beschlagnahmt und die Tendenz ist steigend. Cannabishandel macht den Großteil am Gesamtumsatz illegaler Drogenmärkte aus. Ja, und die Einnahmen der illegalen Händler wurden 2017 auf 11,6 Milliarden Euro in Europa geschätzt. Also es ist kein Kleingeld. Das Geld fördert die organisierte Kriminalität und generiert keine Einnahmen für den Staat. Ja, die Prohibition ist gescheitert. Nur die illegalen Drogenmärkte, die profitieren davon. Und Ziele der kontrollierten Abgabe, also der Legalisierung von Cannabis an Erwachsene, wäre es, Kinder- und Jugendschutz zu verbessern, Gesundheitsschutz der Konsumentin zu steigern und die Qualitätssicherung der Produkte zu sichern. Ja? Das wären die Ziele. Und weitere mögliche Ziele in einer guten Cannabispolitik wäre der Schutz und die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Die Verringerung der Drogenkriminalität, ja, dass man nicht immer wieder was braucht. Eindämmung des Schwarzmarktes. Einsparung für Justiz und Polizei, also durch weniger Strafverfolgung. Erhebung von Steuern und Gebühren würden also wieder Einnahmen bringen. Der bereits beschlossene Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist also ein erster Schritt zu progressiver und moderner Drogenpolitik. Ja, wie könnte also eine regulierte Abgabe eigentlich aussehen? Es gibt also ein breites Spektrum von rechtlichen und politischen Maßnahmen zur Regulierung von Produktion, Vertrieb und die Abgabe. An beiden Enden des Spektrums stehen unregulierte Märkte. Regulierte Marktmodelle im mittleren Teil des Spektrums sind am besten geeignet für sozialen und gesundheitlichen Schutz. Also warum sollte Cannabis als Genussmittel legalisiert werden? Nun, soziale und gesundheitliche Schäden, Spektrum der Drogenpolitik, ein unregulierter legaler Markt und ein unregulierter illegaler Markt. Also Richtung der Cannabispolitik in Richtung der Alkohol- und Tabakpolitik. Das würde dazu führen, dass praktisch die Verdrängung des illegalen Marktes stattfinden würde. Und die Vorteile der Bekämpfung des illegalen Marktes darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Es gibt eine Verbesserung der öffentlichen Sicherheit, es gibt eine Verringerung der kriminellen Aktivitäten, also Bandenkriege auch. Es gibt eine Verringerung von Einkommensquellen und Macht für, also Macht für den Schwarzmarkt oder für einzelne Personen. Verbesserung der öffentlichen Gesundheit, Verringerung gefährlicher Produkte, gestreckter Produkte, also Prüfung und Qualitätssicherung von Produkten, Verbesserung der Wirtschaft, Steuereinnahmen für soziale Projekte, ja, und auch Arbeitsmöglichkeiten. Ja. Ja, was sind noch mögliche Gründe oder wieso Konsumenten und Konsumentinnen nicht vom illegalen Markt auf legale Produkte umsteigen? Naja, oft ist es einfach der günstigere Preis im Schwarzmarkt, es ist steuerfrei, es gibt keine Lizenzgebühren. Ich habe keine Folgekosten, ich muss keine Steuern zahlen oder irgendwelche Arbeitnehmer oder wie auch immer kann man irgendwie bezahlen. Ja, die Qualität ist oft von Connoisseuren, die das im Kleinen machen, oft sehr gut. Da sind auch noch andere, die sagen, na, sie wollen keine bestrahlte Ware des Produkts aus einer Apotheke. Es ist einfach auch unkomplizierter, um kurz zum Bekannten zu gehen, sich was zu holen. Man hat keine Beschränkung von irgendwelchen Potenzen oder dass ich jetzt nur 10 Gramm mitnehmen darf. Ich kann bei meinem Dealer einkaufen, was ich möchte, muss ich nur genug Geld haben. Ja, es gibt Hauslieferungen, das heißt, der besucht mich auch zu Hause. Es gibt oft mehr Produktvielfalt als legalen Markt.
Ja, man ist unauffälliger, also die Anonymität ist mehr gegeben. Ja, was natürlich auch schlimm ist, auch Minderjährige kommen natürlich bei Dealern da dran. Und oft ist es auch nur so die Suche nach Nervenkitzel. Also für die Leute, die halt so das erste Mal oder so was beginnen, für diese ist halt auch Nervenkitzel. Ja, also welche Maßnahmen müsste man eigentlich ergreifen, um den illegalen Markt nachhaltig zu bekämpfen und auszutrocknen? Ja, man müsste Import von Produkten erlauben, um den Marktbedarf aus legalen Markt zu decken. Also, dass da genug da ist. Man müsste einen geringen Steuersatz machen und auch Preise dem Schwarzmarktniveau anpassen, ja, dass es nicht zu hoch oder zu niedrig ist. Es muss eine hohe Qualität da sein und eine Produktvielfalt. Es darf keine Grenzwerte geben für THC-Gehalt und es darf auch keine maximale Abmenge geben. Eigenanbau und Cannabis-Social-Clubs sollten ermöglicht werden. Ja. Es gibt sozial schwache Menschen. Ein Online-Versand sollte irgendwie erlaubt werden. Es gibt genügend Möglichkeiten, das sicher darzustellen oder umzusetzen. Ja. Es sollte flächendeckend Verkaufsstellen geben. Nicht nur, wo man 100 Kilometer weit fahren muss, sondern wirklich flächendeckend. Es sollte Informationen geben, natürlich Werbung nur an Volljährige ermöglichen. Und es sollte auch ein Branding der Produkte erlauben, einfach zur Qualitätssicherung. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Baba.